Willkommen zum zweiten Teil unseres Dänemarks-Videos. Heute sind wir in Hvidesande oder auch Norre Lyngvik genannt auf dem DCU-Camping in Lyngvik. Ein riesengroßer Campingplatz, 35 Hektar, in den Dünen gelegen, freie Platzwahl. Wir bezahlen knappe 40 Euro, ich glaube 37 Euro inklusive Strom, inklusive Duschen. Für zwei Nächte. Ja, ein super toller Platz, den zeigen wir euch natürlich noch und verlinken euch den auch in der Beschreibung, in der Videobeschreibung. Wir haben vor, oder andersrum, wir haben für zwei Nächte hier zuerst mal gebucht und wissen noch nicht, ob wir dann auch noch verlängern. Das kommt auch auf das Wetter drauf an. Ja, Wettervorhersage für die nächsten zwei Tage ist leider nicht so gut. Ne? Ja, heute scheint wohl die Sonne, aber man weiß es ja nicht. Aber ihr seht uns auch in Jacken hier sitzen. Also wenn der Wind kommt, der ist schon frisch. Ne? Dann wird es schon ein bisschen kühler, obwohl wir hier windgeschützt sind auf der Seite von Wohnmobil. Heute haben wir den 7. oder 28. 27. Der 27. Mai, man kommt schon ganz durcheinander. Und wir sind dann jetzt quasi neu seit 8 Tagen unterwegs. Ja. Ich zeige euch jetzt mal diesen Stellplatz, wo wir hier stehen. Also das ist einfach ein Träumchen. Ne? Ja, wie so im Häuschen mit kleinem Vorgarten oder Garten. Also richtig süß. Ja, hier stehen wir also. Weit und breit sonst keiner. Erst da hinten wieder. Wie gesagt, wir haben hier freie Platzwahl und haben uns dieses Plätzchen ausgesucht. Und dann haben wir hier noch ein bisschen ein geschütztes Plätzchen. Was gibt's heute zu essen? Lachs auf Kartoffelgratin. Ich habe also Kartoffelgratin gemacht mit Milch und Sahne gemischt, Gewürze rein mit Dill wegen dem Fisch, wegen dem Lachs. Dann musste man das 25 Minuten schon mal köcheln und jetzt den Lachs und die Tomaten drauf tun und dann noch mal 25 Minuten köcheln. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. So, der Lachs ist fertig. Ja, genau. Du kannst essen kommen, mein Schatz. Das sieht doch gut aus. Ja, riecht doch gut. Heute ist Dienstag, der 28. Mai. Wir hatten heute Regen. Ja, ne? bis halb drei. Und dann haben wir aber trotzdem noch eine Fahrradtour gemacht von 20 Kilometern. Fast 25, ja, so ja. An der Nordseeküste hoch und am Fjord wieder runter. Ne? Genau. In unmittelbarer Nähe zu unserem Campingplatz befindet sich hier der Leuchtturm Lyngvik Fjør. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgedrückt. Das ist ein Riesenschwimmbad, ein Hallenbad mit Rutsche und alle möglichen drum und dran. Und da wir jetzt schönes Wetter haben, haben wir uns jetzt eine Premiere überlegt. Und zwar versuchen wir das erste Mal in freier Wildbahn unseren neuen Grill. Den haben wir uns auf der Campingmesse in Essen gekauft. Kleines, kompaktes Gerät. Genau. Und den haben wir zwar zu Hause schon mal ausprobiert, aber hier in freier Wildbahn noch nicht. Und das machen wir jetzt mal. Ich baue den mal auf. Dann muss ich hier die Füße ausfahren. Hier die Verschlüsse lösen. Und dann habe ich hier zwei Grillflächen mit zwei Brennern. Den schließe ich jetzt gleich an unsere 11 Kilo Gasflasche an und dann testen wir den mal aus. So, ich hatte extra hier einen 2 Meter langen Schlauch gekauft, den ich jetzt direkt an unsere Gasflasche geklemmt habe. Und dann geht der hier mit
an die zwei Brenner. So, und da brutzelt das schon schön. So, das scheint gut geworden zu sein. Wir werden es jetzt mal schmecken lassen. Nächste Fleisch ist auch schon drauf. Ach so, wir haben die Grillschale, benutzen wir normalerweise nicht, aber wir haben gar keine Spülbürste hier, damit man das Grillrost richtig sauber machen kann. Und deswegen versuchen wir mal mit der Grillschale. Ja, gut, dass wir gestern Abend noch gegrillt haben, denn heute wird das wohl nichts. Denn auch das ist Dänemark. Ich mach mal die Tür auf. Und viel Regen und schlechtes Wetter heute. Dann nutzen wir heute das schlechte Wetter mal, um einen kleinen Schwenk über den Platz zu machen. Wenn man vom Campingplatz aus hier die Düne hochgeht, kommt man direkt zum Strand. Kann man hier wieder runter gehen. Ist also nicht weit, direkt am Campingplatz gelegen. Und wenn man dann mal hier zurückguckt, dann sehen wir hier den großen Campingplatz. Ich glaube, gelesen zu haben, 500 Plätze hat der. Der wird natürlich im Sommer oder in der Hochsaison auch richtig gut voll sein. Und dann hat man auch noch vom Campingplatz den Blick auf den schönen Leuchtturm da hinten. Da kann man auch 280 Stufen, glaube ich, sind es, bis ganz oben hin hochgehen. Kostet aber, glaube ich, meine gelesen zu haben, 10 Euro. Wir waren nicht oben. Der ist übrigens noch in Betrieb und wird abends oder bei Dunkelheit eingeschaltet. So, dann gibt es mehrere Sanitärhäuschen. Vielleicht könnt ihr die auch sehen auf dem Video. Es gibt ein paar ältere, noch nicht renovierte Häuschen und ein paar neuere. Die älteren sind noch mit Duschvorhang, die neueren in den Duschen mit festen Kabinen. Halt Campingplatz Standard. Aber sehr sauber alles. Heute hat es den ganzen Tag geregnet und dadurch stehen viele Wege und auch Stellplätze richtig unter Wasser. So wie hier zum Beispiel auf dem Weg. Hier ist ein kleiner Kinderspielplatz. Das ist eins von den älteren Sanitärgebäuden mit Spülen. Und daneben ein neueres. Wenn wir gerade gucken gehen. Und hier ist noch eins von diesen älteren Sanitärgebäuden. Gucken wir auch mal kurz rein. Hier ist Müll, Müllcontainer. Die trennen also nur Glas, Flaschen und Restmüll, also alles andere halt eben. Hier kann man sich Wasser ziehen. Und hier ist auch die Grauwasserentsorgung. Hier sind nochmal Spülen und hier ist die Chemietoiletten oder eine der Chemietoilettenentsorgungen. Aber ich sag nochmal, ist alles sehr sauber. So. Da stehen wir. Achso, noch vergessen, es gibt hier auch ein Schwimmbad. Das muss man aber extra bezahlen. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das kostet. Kann man aber auf der Webseite nachlesen.
ist diese Schwimmhalle. Was ich übrigens noch vergessen habe, es gibt hier nichts, wo man essen gehen kann. Es gibt einen kleinen Minimarkt, gibt es morgens Brötchen, aber um essen zu gehen, müssen wir schon mit dem Fahrrad oder mit dem Auto ein bisschen weiter vom Platz wegfahren. So, und hier ist auch noch die Rezeption hier vorne. Das ist die Einfahrt zum Campingplatz. Hallo und guten Morgen. Wir sind etwas weiter in nördliche Richtungen gefahren gestern und sind auf dem Campingplatz in Glyngor gelandet. Der ist etwas im Landesinneren und liegt an einem Fjord. Wir sind deshalb hier, weil wir aus dem Buch zwei Fahrradtouren hier machen wollten. Aber leider macht uns im Moment das Wetter einen Strich durch die Rechnung. Das ist ein etwas kleinerer Platz mit sehr vielen Dauercampern, wie man hier sieht. So sieht eigentlich der ganze Platz aus. Ist ein bisschen im Wald gelegen, aber sehr idyllisch. Der bekanntere und größere Campingplatz hier in der Nähe nennt sich Jesperhus Freizeitpark. Der wird für die meisten von euch wahrscheinlich eher interessant sein, wenn ihr mal hier in die Gegend kommt. Dieser Glyngor Campingpark hier wohl weniger. Wir hoffen jetzt drauf, dass es heute Nachmittag mal ein bisschen aufhört mit dem Regen und dass wir dann mal runter zu dem Fjord gehen können. Da ist nicht weit von hier, ist fußläufig 5 Minuten, glaube ich. So, im Regen auf dem Weg zum Fjord. Der Badestrand. Es ist Samstag, der 1. Juni und das erste Mal, seit wir hier in Dänemark unterwegs sind, können wir draußen frühstücken. Nachdem es gestern so den ganzen Tag geregnet hat, haben wir heute richtig schönen Sonnenschein. Guten Morgen aus Glyngor. 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 Guten Morgen. Ja, wie eben schon am Frühstück gezeigt, wir haben heute super schönes Wetter und können endlich unsere Fahrradtour machen. Und sind jetzt hier im Hafen von Glyngor. Haben noch so 35 Kilometer vor uns mit dem Rädchen und werden mal ein bisschen hier die Gegend erkunden. Da hinten ist Wohnmobilstellplatz, den hatten wir uns auch mal angeguckt. Ich glaube, da ist Platz für 6 oder 12 Wohnmobile. Den werden wir uns jetzt auch mal angucken. Und hier liegen die Fischerboote. Ja, hier ist also der Stellplatz. Wir haben jetzt mal gezählt. 12 Wohnmobile passen hier hin. Mit Strom. Toiletten sind auch da. Toiletten sind da. Wasser ist da, Abwasser ist auch hier und die Chemietoilettenentsorgung war hinten am Hafen, wo wir eben gestanden haben. Und man steht direkt am Hafen hier. Ne? Was kostet das? Was hast du mal geguckt? Ich meine, ich hätte geguckt 12 Euro. Das geht ja. Schön. Schade, dass der da so im Dunkeln ist, ne? Ja. Elke beim Geocachen. Hast du sie? Ich habe ihn gefunden. Und jetzt haben wir ein schönes Pausenplätzchen gefunden. Elke. Okay. Elke sucht wieder mal einen Cache.
am Saturn. Ist alles nass drin. Alles nass, ne? Ja. Hatten die eben schon gesagt, ja. Nachdem wir jetzt 3 Tage in Glüngow auf dem Campingplatz waren, fahren wir heute wieder an die Küste, und zwar nach Locken. Während in Deutschland das Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg gerade ist, haben wir hier schönstes Wetter. Elke ist jetzt gerade noch im Lidl, frischt unsere Vorräte auf, und dann geht es weiter wieder an die Nordseeküste. Und dann haben wir gerade noch getankt. Der Diesel kostet jetzt hier 1,67 Euro umgerechnet. So, haben wir wieder ein bisschen was eingekauft. Ein bisschen ist gut, bis man das alles gefunden hat. Hi. Hallo. Ja, unsere 2. Urlaubswoche hier in Dänemark neigt sich dem Ende. Und wir sind heute angekommen, ich muss es ablesen, in Klitgaard Camping in Locken. Wir waren ja an der Steilküste von Ja, jetzt sind wir wieder an der Küste, habe ich ja eben erzählt, wie die Elke einkaufen war schon. Toller Campingplatz, freie Platzwahl auch wieder, sehr groß, kurz vor den Dünen gelegen. Das zeigen wir euch aber den Platz im nächsten Video, im 3. Teil. Wir beschließen jetzt hiermit erstmal unsere 2. Urlaubswoche mit dem 2. Video. Der Grill läuft, Würstchen liegen drauf, große Wäsche ist auch schon gemacht. Ja. Nur der Trockner funktioniert nicht. Jetzt musste ich alles auf der Leine hängen. Mal sehen, ob es noch trocken wird. Ja, wir hoffen, euch gefällt dieser 2. Teil oder hat euch gefallen, wenn ihr den jetzt bis zum Ende geguckt habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.